Hallo aus dem Van. Also, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt hatten oder nicht, aber wir wollten eigentlich über Ostern runter in die Alpen fahren und da ein paar Wanderungen machen und einfach mal das schöne Wetter über Ostern genießen. Und es geht ja alles jetzt nicht mehr. Und das ist ziemlich blöd und kacke eigentlich. Und deswegen haben wir uns gedacht, was machen wir denn jetzt? Weil ein wichtiger Punkt ist nämlich dann, dass wir unbedingt was ausprobieren wollten. Und das ist das erste Mal? Ja, genau. Wir wollten, also es wäre unsere erste Reise mit Gerda gewesen. Und das wäre das erste kürzere Wochenende dann, wo wir gesagt hätten, okay, wir probieren jetzt aus, wie das ist, mit Gerda im Van zu schlafen, ob sie das mitmacht. Wie auch immer. Genau. So, jetzt ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Wir waren sehr traurig. Also ich war wirklich sehr traurig. Ich wäre wirklich sehr gerne in die Berge gefahren. Ja. Aber es geht halt mal nicht. Jeder muss im Moment irgendwie Abstriche machen. Wir wissen alle, wie es ist. Kann man jetzt nicht ändern. Aber wir wollen jetzt irgendwie trotzdem das Beste draus machen. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, okay, an Ostern ist schönes Wetter. Wir nutzen das trotzdem aus und bleiben einfach zu Hause. Nehmen den Hund mit und übernachten jetzt trotzdem das erste Mal mit Gerda und dem Van draußen. Ganz genau. Und das Schöne ist ja, wir haben bestes Wetter heute und wir haben uns überlegt, dass wir auch heute Abend ein bisschen grillen. Haben wir auch gemacht, ein paar Sachen zurechtgelegt und eingelegt. So. Und haben dann eben noch ein Bierchen aufgemacht und einfach mal so den Tag ausklingen lassen. Und ja. Genau, wenn ihr euch jetzt fragt, wo wir überhaupt sind, haben wir natürlich unsere Heimat nicht verlassen. Wir sind hier in dem Einzugsgebiet, in dem wir normalerweise auch immer mit dem Hund spazieren gehen. Wir haben einfach das Glück, dass wir hier eine Stelle haben, an der wir stehen dürfen, wo keinerlei Menschen vorbeikommen, wo wir wirklich sehr einsam sind. Genau. Und das bietet sich jetzt einfach an. Das ist einfach perfekt, um das jetzt einfach mal auszuprobieren. So. Jetzt habe ich ganz schön oft einfach gesagt. Weil einfach, einfach, einfach ist. Genau. Ich würde sagen, dadurch, dass es ein besonderer Moment eigentlich ist, dass Gerda zum ersten Mal bei uns übernachtet im Van und für sie ja auch, weil ich glaube, sie war noch nie, glaube ich, im Van drin oder also mit Übernachtung, haben wir uns entschlossen, einen Vlog draus zu machen, um das ein bisschen festzuhalten. Ja, und das ist der Vlog. Okay, wir haben festgestellt, es ist richtig geiles Wetter heute. Die Sonne scheint, es ist so warm und man merkt richtig, der Frühling kommt. Oder ist schon da. Der Sommer kommt. Gerda ist voll glücklich, hier einfach bei uns sein zu können und genießt einfach die Zeit irgendwie im Gras, springt hier rum. Ist das Bett hier aufgebaut. Und Gerd weiß noch gar nicht, was dem blüht. Nee. Wir werden auch mal sehen. Das ist sein Platz. Da wo die Decken jetzt noch hier liegen. Ah, stimmt. Boah. Das ist schön. So. Perfekt für einen Gerd. Oder? Super. Wir sagen schon so oft Gerd, dass schon manche denken, unser Hund ist ein Männchen. Stimmt, dabei der heißt Gerda. Gerda, genau. Ich weiß gar nicht, sieht man die, wenn wir uns zur Seite drehen? Ach, sie hat sich hingelegt. Wir sind mal gespannt, wo sie schläft. Hab ich das eben schon gemacht?
weiß ich nicht. Egal, ich sag mal. Also, wir sind generell mal gespannt, wo sie schläft. Wir haben jetzt zwei oder sogar fast drei Möglichkeiten, wo sie im Van schlafen kann. Entweder sie liegt gerade jetzt auch eingerollt auf dem Sitz vorne. Das macht sie mal eine Zeit lang. Ich bin mir allerdings ein bisschen unsicher, ob sie da die ganze Nacht bleiben wird. Dann kann sie natürlich bei uns im Bett am Fußende schlafen. Ich denke mal, sie sneakt heute Nacht auch da hoch. Macht sie ganz gerne. Oder unten am Boden ist jetzt auch noch eine Stelle frei, wo sie sich auch hinlegen könnte. Man weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie sich heute Nacht verhält. Wir werden es sehen. Ja, also wir haben ja keine Thermoschutzmatten oder wie nennt man Thermosichtschutzmatten. Wir verwenden solche selbstgebastelten Gardinen. Die sind auf so einem Gummikord drauf. Und ich habe im Fahrzeuginnenraum so Befestigungsstellen gemacht, wo die dann einfach eingefädelt werden und dann quasi ja, als Sichtschutz oder Gardinen fungieren. Ich zeige das mal kurz. Wir fangen hier auf der Fahrerseite an. Ich glaube, es ist der Vorführeffekt und das hält vielleicht nicht. So, also es ist nicht ideal, aber sobald es jetzt ein kleines bisschen dunkler ist, sieht man eigentlich nichts mehr. Jetzt sieht man das gerade, weil die Sonne halt hier gerade noch durchscheint. Ich sehe gar nichts mehr, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Naja. So, wir machen jetzt mit Gerda den letzten Spaziergang, beziehungsweise den letzten bisschen längeren Spaziergang. Nachher, bevor wir richtig schlafen gehen wir noch mal, was mache ich hier? Gehen wir noch mal kurz rauf. Aber jetzt noch einmal kurz auf die Wiese. Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, aber das funktioniert schon gleich. Bleib hier. Wir müssen die Schleppleine mitnehmen, weil auf Wiesen ist es bei Gerda immer so, dass sie eigentlich nur Mäuse jagt. Und dann irgendwann nicht mehr hört, deswegen darf sie da jetzt nur eine Schleppleine laufen. Was ist? Ich bin bald verloren. Wie siehst du jetzt eigentlich aus, ey? Komm her! So, wir haben Gerdas Futter vor ein paar Monaten ein bisschen umgestellt. Sie hat vorher Nass- und Trockenfutter bekommen. Mittlerweile kriegt sie nur noch Trockenfutter. Das haben wir jetzt auch dabei. Das ist auch, glaube ich, ganz praktisch jetzt, wenn wir mal irgendwie eine längere Tour mit ihr machen wollen oder auch, was wir ja auch eventuell bald mal noch vorhaben, eine Trekking-Tour wirklich machen, wo wir nur Rucksack und Zelt dabei haben. Ist natürlich gut, wenn wir dann halt Trockenfutter mitnehmen und nicht noch irgendwie Nassfutter, das dann angebrochen ist, gekühlt werden muss und halt so eine Dose ist, glaube ich, auch ein bisschen schwer. Hi, war das ein Zecke? Ich hasse Zecken. Ich bin wie ein Zeckenmagnet. Er zieht die Zecken an und ich ziehe die Stechmücken an. Ich gehe einmal durchs Feld und dann habe ich direkt 4-5 Stück und das ist gar nicht lustig. Also ich hatte noch nie eine, aber muss hier auf. Nee. Das ist auf Holz klopfen. Ja, also insgesamt ist unser, ich sag mal, Van-Tagesablauf ja jetzt ein bisschen anders.
Wir müssen ja dann morgens mit dem Hund raus, mittags definitiv eine große Runde, wenn wir unterwegs sind. Das ist ja eigentlich sowieso immer, weil wir meistens ja wandern gehen tagsüber oder irgendwas erkunden. Und abends natürlich auch. Jetzt ist natürlich so, bei gutem Wetter macht das alles Spaß. Wie heute, es war sehr warm, es war schön. Und wir haben wirklich die ersten Frühlingstage hier sehr genossen. Naja, mal sehen, wie es dann wird, wenn es irgendwann mal regnet. Ich glaube, bei schlechtem Wetter ist sowieso, ich bin mal sehr gespannt, wie das ist mit einem nassen Hund hier ganz im genau. Van. Aber ja, wir wollen ja jetzt nicht über das schlechte Wetter reden, weil es wird ja gerade Frühling, Sommer und wir hoffen ja jetzt erstmal auf gutes Wetter. Unsere nächste Reise mit dem Van würde jetzt eigentlich im Mai anstehen. Auch da hatten wir ursprünglich wieder geplant, in die Alpen zu fahren. Also wir wollten Richtung Allgäu, dann Richtung Alpsee, dann weiter nach Österreich, so in der Ecke da irgendwie ein bisschen rumfahren. Wir wollten auch länger als eine Woche bleiben. Ja, also das sollte losgehen am 18. Mai oder so, glaube ich. Genau. Ob das jetzt möglich ist? Man weiß es noch nicht. Ich glaube nicht, dass es gehen wird. Es wäre natürlich mega cool, aber ja, ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber mal gucken, dann werden wir sicher auch irgendwie eine Alternative finden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob eure Reisen jetzt irgendwie auch betroffen sind, ob ihr jetzt auch schon in den nächsten Wochen, Monaten irgendwie was vorhattet, wo ihr jetzt schon wisst, dass ihr das absagen müsst. Oder wie es aussieht. Wir hoffen halt, dass unsere große Reise, die dann im August, Mitte August wieder stattfinden soll, dass die halt wirklich dann jetzt noch dieses Jahr machbar ist. Aber auch das, ich persönlich kann es irgendwie gar nicht einschätzen, was geht nicht. Wir müssen einfach abwarten. Wir hatten dieses Jahr einiges vorgehabt und ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob das jetzt alles noch geht in der zweiten Jahreshälfte. Schade wäre es natürlich drum, weil wir sehr viele Dinge geplant haben, die mit dem Hund zu tun haben. Zum Beispiel die Alpenüberquerung mit dem Hund. Das wäre auch so ein Event gewesen, da haben wir uns beide sehr gefreut. Naja, mal abwarten. Wir hoffen ja wirklich beide, dass das sich in den nächsten paar Wochen klärt. So, jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, Gerda. Der ist schon ganz eingekuschelt. Hallo, Gerd. Gerda. Guten Morgen. Eine sehr durchwachsene Nacht. War das? Der Hund hat gut geschlafen. Also Gerda hat dann sich die ganze Nacht eigentlich auf dem Sitz bequem gemacht. Bis heute Morgen, ich meine 6 Uhr, kurz nach 6 war das, als ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe. Und dann ist sie dann auch ins Bett gekommen und hat sich da unten an die Füße gelegt. Das macht sie aber immer. Ja, das stimmt. Und ja, also es hat eigentlich ganz gut geklappt. Heute Nacht hat es einmal geknurrt, keine Ahnung, vielleicht war irgendwas draußen. Aber sonst hat es ganz gut geklappt. Es hat super geklappt. Ja. Die hat gar nichts gemacht, die ist direkt eingeschlafen. Die hat ganz kurz einmal ganz leise geknurrt, keine Ahnung. Aber die knurrt auch zu Hause manchmal, wenn sie irgendwas hört. Das ist bestimmt, weil draußen irgendein Verbrecher war. Oh ja, genau. Der wollte uns überfallen. Ja, sicher. Und die war super lieb und die hat sich genauso verhalten wie sonst auch immer nachts. Mhm. Sie war auf ihrem Platz, wo sie sonst in ihrem Körbchen ist und morgens ist sie zu uns ins Bett gekommen, wie immer. Das war wirklich gar kein Problem. Ganz brav gemacht. Das war ein Frosch. Wer wartet da schon aufs Essen?
das immer so ist. Ja, ich habe immer Handschuhe. Unsere erste Nacht mit Gerda im Van. Es hat viel besser funktioniert, als ich persönlich es mir vorgestellt hatte. Es war nämlich gar kein Problem. Ich hätte schon gedacht, dass sie am Anfang irgendwie rumguckt oder irgendwie sich nicht richtig hinlegt oder dann dauernd aufs Bett springt oder sonst was. Aber nö, es war Schlafenszeit. Sie hat sich einfach auf den Sitz gelegt und hat die ganze Nacht da geschlafen und ist ganz normal nur morgens zu uns ins Bett gekommen. Das macht sie aber sowieso immer. Das stimmt. Und was wir jetzt noch gemerkt haben, das war ein super sicheres Gefühl, weil irgendwie auch der Hund im Auto war und sie hat einmal nachts geknurrt und das war dann so, ja, verteidigt. Ja, aber sie hat wirklich nur einmal ganz kurz, ganz leise geknurrt, also ich glaube, was weiß ich, vielleicht ist ein Vogel vorbeigegangen oder sowas, man weiß es nicht. Ein war Vogel auf jeden vorbeigegangen? Vorbeigeflogen. Es war auf jeden Fall nichts, ja, kann irgendwie nichts Großartiges gewesen sein. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Reisen und sind sehr gespannt, wie das dann so sein wird, wenn wir aber auch wirklich Touren gemacht haben vorher. Und ja, haben aber keine Bedenken, dass es irgendwie problematisch sein wird. Ne? Das war so schön. So, dann. Tschö mit Ö. Jetzt guckt euch das hier an. Jetzt. Wie hast du das da geschafft? Gerd, ja. Wie hast du das da geschafft?